Hallo und herzlich willkommen zur Folge 328 mit dem lieben Delfino. Hallo. Und die Kiste ist leer. Leer, wurde der ganze Lehm schon entwendet, alles verbaut. Das Knochenmehl müsste oben sein in den Farbstoff. Wie gesagt, ich habe 63, das heißt, es reicht ja für 63 Stacks quasi zum Färben. Ich habe hier noch hellgrauen Farbstoff. Aber da leben nur zwei Stück. Das ist das Problem dabei. Okay. Ich kann ja noch mal ganz kurz hier oben gucken, am Schärfer. Da müsste, glaube ich, auch irgendwas rum oxidieren. Aber ich glaube nicht, dass der Knochen mehr rum oxidiert, weil das ist bei mir eigentlich gleich aufgebraucht. Hier ist noch Lehm. 60 Echt? Stück, ja. Ah, es wird. Ich muss nur alle Kisten absuchen. Ach. Hier ist noch ein Tintensack drin. Die versteckten Kisten. Hier nicht. Aber Also hier könnte ist was eigentlich drin auch sein. praktisch so, dass man es nicht sieht, die Kisten. Hier Pflanzengrust. Hier sind Zäune. Nee. Nö, nix. Hier nicht. Vielleicht oben noch beim. Ja, das kann sein. Hier Beim oben. Touristik-Caravaning. Nope. Aber hier ist noch normaler Ton. Wenn du den mitnehmen willst, in der obersten Drohe, ganz viel davon. Ja, gebrannter, gebrannter, nehmen wir alles mit. Und kannst du ja mal in das Haus reingehen? Da haben wir nämlich wie so eine Türglocke, wenn da jemand das Haus betritt, also das Touristikunternehmen, eine Etage höher. Warte, Eine wie Etage geht's denn höher. darauf? Außenrum. Außenrum. Da macht es nämlich einen Sound. Ah ja. Ah. Sehr gut. Hier ist ja noch eine Kiste. Aber nichts drin, okay. Hier oben, da hatte ich auch irgendwo noch was drin, glaube ich. Aber ich glaube, das habe ich schon wieder rausgenommen. Ah ja. Da ist noch ein bisschen Essen drin gewesen. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Na, immer Knorr. wenn das Ding betätigt wird. Hier müsste auch irgendwo noch was drin sein. Weißt du, bei der Glocke musst du aufpassen. Bei der Glocke. Du darfst keine Leute einladen mit schwachen Rechnern. Glocke? Wo? Ja, bei Eingangsbrechen, wenn die Glocke angeht, dann geht die Performance runter von 30 auf 12 bei mir und es ruckelt alles. Okay. Und in dem Moment, wo sie ausgeht, rennt es wieder flüssig. Okay. Dann haben wir das Zauntor wieder Das ist zu. mir nur jetzt gerade aufgefallen. Hier wieder die zwei Dorfbewohner, die sind ja immer hier oben. Oh, drei. Also das ist Vier? der das Schweinefleisch immer kaufen will. Vier? Geht das hier oben jetzt rund? Das Ui, da gefällt ist mir. ja richtig, da ist ja was Fünf? los hier. Also hier oben ist schon eine Bevölkerungsexplosion. Also was unten wieder weg ist, ist hier oben wieder dazu. Zumindest im geringen Maße. Hier waren nämlich immer zwei Dorfbewohner und ich habe hier mal einen Dorfbewohner-Spawn hingestellt. Wollten mal probieren, was hier los ist. Ja, also die wachsen hier auf jeden Fall. So. So wie es ausschaut. Halt. Hier sind noch Truhen. Truhen, die nehme ich mit. Farbstoff. Hier gibt es allerlei Wolle, aber keinen Farbstoff. Birkenholz, Fichtenholz, Erde, Glas. Nope. Hier ist nichts. Nix. Schade. Na gut. Die Post hat sich auch etwas verändert. Hier sind auch Leute drin. Hier ist ein Büro. Fehlt der Schreibtisch noch? Ja, fehlt alles noch. Hier ist ein Kartograf. Oh, da passt der rein. Ne, ist nichts nutz. Nichts nutz. Ich bin die Treppe hochgelaufen. Ein Nichtsnutz? Ich bin die Treppe hochgelaufen. Die Treppe hoch, wo ist denn die jetzt wieder? Ah, da ist eine Treppe. Sehr versteckt. Ja. Genau.
Hier ist ein Versammlungsraum, ein Besprechungssaal, wo die neuesten Fakten besprochen werden. Der will dein Passwort haben. Nee, ich will die Treppe hoch. Ah ja. Und hier oben sind die Postfächer. Ja, die ganzen Spender. Genau. Kommt dann oben drüber noch so Anzeigetafeln, wer hier sein Postfach hat. Sieht ungefähr so aus dann am Ende. Tak, 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 tak. Aber das sieht dann nicht aus, wenn ich das so mache. Deswegen können da irgendwann mal Treppstufen hin. Ah, ne, das war ein zu viel. Ich kann das noch gar nicht mal aufsammeln. So viel ist das. Tja. Zack. Hier ist ein Bett, wenn du eins brauchst. Ah, stimmt. Das nehme ich mal mit. Zur Sicherheit. Ah, und da ist er, der nichts nutzt. Ein Vierlinger. Er macht was, mit, aber dennoch nichts. Müssen wir mit Zeron reden, ob das Absicht war. Und hier kommt dann der Verkaufsraum rein. Da kann man die Zeitung dann kaufen. Genau. Beziehungsweise, beziehungsweise seine Pakete abholen. Und Briefmarken hier kann man ja holen und alles Möglichen. Mhm. Jo, ja. Das ist die Post. Das muss ich auch bei mir noch bauen, Postgebäude. Einer der ersten Gebäude, die bei mir standen. Nee, mein erstes Gebäude war die Verwaltung. Stimmt. Was steht hier denn? Also. Wo steht was? Herberge zur Postkutsche. Genau, bei mir steht nur Herberge zur. Fertig. Sehr gut. Hier oben ist der Schäfer, der war ja auch mal eingeräumt. Und dann hatten wir die Version gewechselt und wieder gewechselt und da war es wieder weg. Okay, interessant. Das war sehr schade, da muss ich mich ja nochmal ransetzen. Zusammen mit den Ansgar. Mhm. Da steht einer am Baum oben. Ja, das sind die hier Baumgärtner. Ah ja. Das sind die, nicht die Baumgärtner, sondern die, na hier, Residenzbaum. Baumkrone. Residenzbaumkrone ist das. Die sind hier, die ganzen Dächer waren fertig. Ne? Ich habe die Dorfwohner dort runtergeholt, wieder mit Erde. Mit Erdtreppen. Und kaum einen Tag später waren da wieder welche oben. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie kommen sie dort nuff. Also bei uns passiert es teilweise durch die Hangarm-Server. Okay. Dass die dann irgendwie bei uns komisch ist, teleportiert werden oder zurückgesetzt werden. Genau. Und das ist bei uns nämlich genauso. Ah ja. Die Dorfbewohner Kinder, die laufen ja auf den Trampelpfad, wenn die erwachsen werden, werden die hochgeportet. Interessant. Das habe ich nämlich mal außerhalb der Aufnahme so mitbekommen. Hier ist ein kleiner Dorfbewohner, auf immer war der weg. Fuh. Da habe ich da oben geguckt, jetzt ist er da oben. Schön. Und da habe ich das dann einfach mal gelassen, die dort runter zu holen. Und jetzt ist es die Baumbevölkerung. Ja, gut. Die wohnen eben in der äußersten Krone der Wurzelfamilie. Ja, also das sind die Ökos. Die Ökos, genau. Die ernähren sich von Raupen. Und Schmetterlingen und alles mögliche. Insekten. Mhm. Jetzt sind ja keine Vegetarier mehr. Aber Ökos trotzdem noch. Genau. So, die Großtruhe wird mir jetzt ein bisschen befüllt hier. Zack. So. Da gehe ich mal zur Werkbank einfärben. Mhm. Ich habe noch ein bisschen was hier. Mhm. Hui, wie viel da kommt. Mhm. Ich gehe schon mal an die Betten. Fertig los. Ich glaube, es ist Nacht. Ist Nacht? Nee, noch nicht. Ich kann nur nachts schlafen. Aber jetzt ist Nacht. Jetzt ist Nacht. Okay, dann spreche ich mal schnell mein Pad auf. So. Das ist auch die letzte Folge für heute. Okay. Weil da muss ich weg. Du musst weg? Ja. Große Termine. Große Termine, genau.
Fahrschule? Nein. Ich treffe mich mit einem Freund. Bei dir ist auch Feiertag heute, oder? Nein, ich habe Urlaub. Und da mein Freund auch Urlaub hat, zufälligerweise, ne, der hat die ganze Woche schon Urlaub. Deswegen. Gut, muss man das nutzen. Genau. Da wollten wir uns halt treffen und ein bisschen was unternehmen zusammen. Mhm. Wahrscheinlich wieder im Wald irgendwas errichten. Sehr schön. Genau. Foto. Ne, ich weiß nicht, ob ich mein Handy mitnehme. Nehme ich auf jeden Fall mit, aber ich weiß nicht, ob ich Fotos mache. Jedenfalls kann man jetzt die Leitern schön hochklettern und das von oben wieder abreißen. Ich habe mir übrigens eine Kamera jetzt gekauft. Die kommt auch am Montag mit dem Schnellexpress an. Okay. Bei Amazon Prime bin ich nämlich jetzt Testkunde. Ah. Kann man ja 30 Tage testen, aber ich glaube, du kannst nur das 2 Wochen so ungefähr, ne? Und dann tust du dich schon versichern, dass du unbedingt weiter testen möchtest und sozusagen dann bezahlst. Da muss man dann nämlich ganz schnell wieder abbuchen, also dich abmelden bei Prime, sonst bezahlst du mit. Also hast du dann vollen Zugriff auf alles, oder? Genau. Da hat man nämlich auch den Express-Lieferung. Da bezahlt man auch keine Lieferkosten. Finde ich übrigens genial. Ich habe letztens was bestellt bei Amazon. Und das war innerhalb von... Also das war am 30.12. Und hätte ich das gekauft im Normalen, wäre das am 3.1. am Dienstag zwischen 10 und 24 Uhr bei mir angekommen. Also habe ich einfach mal gesagt, so, ich habe das noch nie getestet, so tue ich das jetzt mal testen. Mhm. So, am nächsten Tag früh um 8 war er da. Ist doch schön. Ja, funktioniert super. Ja, mir gefällt das. So, da können wir da jetzt den Weißen wieder reinsetzen. Genau, der kommt dann auch dann an die Wand hier ran. Aber ich weiß nicht, ob ich das einen rausziehe. Kommt daneben noch irgendwas hin oder ist da ein Schluss hier? Ich weiß nicht. Das ist eben. Ich lasse es einfach erstmal. Wir können es ja erstmal hinsetzen und vielleicht kommt noch ein Gebäude ran. Weil hier drüben habe ich auch da nur ein was zwischengesetzt. Komme ich jetzt runter, ohne zu sterben? Achso, du hast die mittlere Wand gebaut, ohne dass noch die Leitern da sind. Hier kommen keine Fenster dran. Achso, so meinst du das? Ja, stimmt. Okay, das heißt, zeitlich wird komplett dicht gemacht, die Wand. Ja. Yep. So war der Plan. Okay. Und außen wieder weiß. So. Genau. Dann machen wir doch das. Hier kommen jetzt ja die Lebensmittel rein. Haben wir denn da schon was da in den Truhen? Bestimmt irgendwo rumoxidieren. Garantiert. So. Da muss ich noch eins, oder? Ja. Zack, zack. Das auch. Haben wir noch irgendwie Holz drin in der Truhe? Nein. Nein. Also da ist schon noch Holz drin, aber nicht mehr das, was ich hier habe. Und auf der Rückseite, da kann man dann mit der Fenster. Hier ist auch noch weißgebrannter Ton übrigens hier unten drin, oder hast du den reingelegt? Ja, in die eine Kiste habe ich 3 Stacks reingelegt mal. Ah, genau. Und ich habe selber noch 4 circa eingesteckt. Jetzt habe ich kurz mal wieder mein Problem gehabt. Auf die andere Seite? Auf der Rückseite kommen da auch Fenster. Gegenüber da vorne sind ja Fenster und hinten. Da sind auch Fenster, genau. Okay, dann kann man das auch gleich einplanen. Aber da wird das dann auch wieder so rausgezogen. Das heißt, hinten wird es rausgezogen. Okay, dann mache ich dann auch nichts und nehme ich es wieder weg. Dann warte ich, bis du rausgezogen hast.
müssen erstmal wieder hier Treppen produzieren. Zack. Ich komme mal wieder nach oben. Zack. Und zack. Au. Und zack. Theoretischerweise kannst du schon anfangen mit der Wand. So. Genau, die Wand ist quasi eines rausgesetzt. Das heißt, hier fängt die Wand an. Ja. Warte mal, setz den nochmal weg. Denn da kommt eine Stufe hin, sehe ich gerade. Also ist so eine. Genau, ah, stimmt, die Wand kommt quasi innen. Dazwischen, genau. Korrekt. Dann machen wir das gleich. Deuten hier schon mal die Fenster an. Innen kommen dann wieder die, kommt wieder der hellgraue. Ups. Dankeschön. Sehr gut. Da kann ich ja gleich mal die Leitern mitbringen. Das war so nicht ganz geplant. Ich wollte den setzen, versetze mich und plötzlich springst du vorbei. Das war nicht abgesprochen. Nee, aber das wäre was für eine Comedy-Sendung. Genau. Genau. Machen wir mal hier. Das da drüben. Das kann ich verstehen. Zack, zack, zack. Sind wir jetzt richtig? Ja. Autsch. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo. Hallo. Was? Du bist gelaufen, ich gesprungen. Ja, aber es geht. Dann haben wir hier wieder runter. Kann man da gleich mal die Fenster rein? Du hast da drüben noch was an Lehm? Du hast da drüben noch ein bisschen Lehm? Lehm habe ich noch, ja. Kann ich ja dir ein bisschen behilflich sein. Da ist mein ganzen Stack Lehm. Sehr gut. So. Das heißt, dann brauchen wir quasi jetzt noch den hellgrauen oder für die Mitte. Und den müsstest du ja auch haben. Ich habe weiß, Autsch. Weiß und weiß. Da war zu Ende. Ich habe eine Menge weißen. Ja, den grauen habe ich dir eigentlich mitgebracht. Okay, dann liegt der irgendwo unten noch. Dann nehme ich meinen Teich nur den weißen. Die Fenster sind alle. Hier ist noch ein bisschen grau, aber so viel ja, ist hier das ist auch weiß, nicht. Weiß, weiß. Wo ich ist der grau? In meinem Inventar gerade. Okay, haben wir noch Glasscheiben? Glasscherben? Ich schau gerade. Ich glaube, wir haben. Ja, da 52. Ja, hab schon. Sehr gut. Ja. Ich habe nämlich gedacht, die wären alle gewesen. Nö, du hast eine Kiste, da ist auch eine Menge Sand noch drinnen. Okay. Das heißt, man könnte noch nachbrennen, falls die nicht reichen. Okay. Haben wir da noch viel geschafft heute? Ja, doch. Da muss ich mal mit der Bildschirmkeitsspitze ran. Jupp, da ist eine Scheibe. Hat sich ein bisschen verflüchtigt. Flüchtigkeitsfehler.
Na, das nicht, aber ich habe das automatische Hüpfen an. Ach so. Weil ich finde es an sich praktisch, so? Nur, beim Bauen, nur wenn du zu nah rangehst, dann passiert es, du willst setzen und springst dann. Geht das wirklich? Das wird also, Nacht, oder? Ich habe das ja aus, wenn ich hier ranlaufe. Zack. Genau, und wenn ich ranlaufe und ich stehe so, will gerade bauen, in dem Moment bekomme ich zu nah hüpfen. Aber wenn es auf dem Berg rauf ist, ist es manchmal recht praktisch, weil dann kannst du manchmal Höhen überspringen und wir sollten schlafen. Das stimmt. Aufnahme geht noch ein Stück weiter. Meine Nase juckt, nicht wundern. Jetzt haben sich ein paar weggeschalten. Genau. Er hat sich an die Nase gefasst. Wie kann er nur? Genau. Zack. So. Fenster, 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 Fenster. Fenster? Ja, wir und genau das falsche Fenster. Genau. Dann so, würde ich sagen, was, genau. Danke, dass du mir geholfen hast. Gerne, jederzeit wieder. Und verabschiede mich in Delfinus Beisein und na, danke für deine Mitarbeit. Wir haben viel geschafft und doch, ja. Es ist viel geschehen. Auf jeden Fall kann sich sehen lassen. Dann ciao, ciao, meine Freunde. Tschüss.